Jetzt komm doch mit. Ich hab zu tun. Was denn? Vielleicht hat demnächst jemand Geburtstag. Oh. Und ob ich Tinker genauso wie du wollte? Nein, Susu, das eben geht genau nicht so. Und was heißt denn dein Hund? Mann, was willst du denn? Nein, nicht du. Das stimmt doch überhaupt nicht. Hast du ein neues Haus? Nee, die gehört anscheinend keinem mehr. Wäre ein super Lager für mein ganzes Zeug. Also mach's gut, ja? Ach, und Sam, lass die Finger dran. Ich schneid mich nicht. Wer bist du denn? Ja, allein. Bist du ganz allein? Wo ist denn dein Herrchen oder Frauchen? Du ziehst gar keine Marke an. Ich weiß echt, wo du hingehörst. Bei mir bist du auf jeden Fall richtig. Guck, das ist mein Papa. Papa, schau mal, wen ich mitgebracht habe. Das ist ja ein Zufall. Ich habe ihn im Wald gefunden und er hat auch keine Hundemarke an. Also gehört er auch keinem. Und dann können wir ihn ja behalten. Das geht leider nicht, Sam. Warum nicht? Weil mich der Besitzer vorhin angerufen hat. Woher wusste er denn, dass ich ihn finde? Naja, Tinker ist abgehauen und dann ruft man halt den Tierarzt an. Und der Tierarzt, das bin ich. Tinker also. Du Rabauke, hä? Na, was für ein Struppi, oder? Könnte auch mal öfter gebürstet werden. Siehst du? Der will Tinker vielleicht gar nicht mehr. Dann kann sie ja bei mir bleiben. Ich bürste sie auch jeden Tag. Ja, aber was er will oder was er nicht will, das entscheiden ja nicht wir beide, hm? Was wir wollen, ist allen egal, Tinker. Bringst du sie bitte zurück? Ich hab noch ein bisschen was zu tun, ja? Ich will aber nicht. Ja, ist ja blöd. Dann kann ich dir ja gar kein Geburtstagsgeschenk besorgen. Bring sie bitte zurück. Ich bring dir gleich die Adresse, ja? Schön. Ja? Wie gut, dass du sie gefunden hast. Kleine Ausreißerin. Ja? Sie müssen besser auf sie aufpassen. Ja, da hast du wohl recht. Ja. Sonst wird sie noch überfahren oder so. Meine Freundin war da immer zuständig. Aber die ist jetzt weg. Ja und? Ja, nix und. Und du solltest jetzt besser nach Hause gehen. Arme Tinker. Trotzdem, danke. Thank you.
weiß schon ganz genau, was ich Sam schenke. Das hat er nämlich neulich hier gesehen und war total begeistert. Ja, was denn? Einen riesigen, auflassbaren Dino. Super, vielen, vielen Dank. Er wird sich so freuen, danke. Ach, schau mal, da ist Kayo. Kayo! Hi, na? Was machst denn du hier? Ich denke dasselbe wie du. Das kann sein. Aber ich habe vielleicht schon was richtig Cooles gefunden. Also, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Da bist du ja. Ach, hallo. Hi, na? Und? Monsterparty schon im Griff? Ja. Also, wir machen eine Schnitzeljagd. So ein Parcours mit Hindernissen. Ich glaube, das wird ganz gut. Cool. Da wären doch die Baumstämme vom Girls Day gut. Zum Balancieren und so. Ich meine, du weißt doch eh nicht, wohin mit denen. Ach, lass mal, Ronja. Kai wird sich da bestimmt schon selbst was zu überlegt haben, oder? Ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Also, ich nehme sie gern. Okay, gut. Dann bringe ich die morgen einfach irgendwann vorbei. Okay. Okay. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es besser wird. Und dann plötzlich... Also, geschwollen ist nix. So, ich bin einmal weg. Kommst du zum Essen? Ja, unwahrscheinlich. Martin. Hey, am Wochenende haben wir alle Zeit der Welt. Wir beide weit weg. Und alle tragen uns silberne Tabletts hinterher. Ich dachte goldene. Ah, natürlich, goldene. Wo geht's denn hin? Wellness-Oase. Oh, schön. Ja, wir waren da ja noch nie. Es ist ja immer so viel los hier. Wir haben eigentlich für sowas keine Zeit. Und Martin ist in letzter Zeit nur noch unterwegs. Ach, ich freue mich. Ich muss dann mal. Bis später. Ciao. Hey, Tinker, ich bin's. Bist du ganz allein? Jetzt nicht mehr, ich bin ja da. Tinker, warte, mir fällt schon was ein. Nicht heulen. Tinker, zum Glück machen das alle Menschen gleich. Wollen wir eine Runde spazieren gehen? Baumstammlieferung. Naja, man muss ja mal gucken, ob das auch alles funktioniert, oder? Absolut. Da muss man ein Baumlied pfeifen. Gibt's überhaupt eins? Na komm, ich helfe dir. Ja, direkt schon. Ah. Na komm. Ah, Mist. Ah, das tut weh. Ah. Zeig mal. Nee, ist nicht so schlimm. Du weißt schon, dass du es mit einem Experten zu tun hast. Tierexperte immer noch, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, Tierexperte. Darf ich? Mhm. Ist der Finger ab? Ich glaube, wir sollten vorsichtshalber bis zum Ellenbogen amputieren. Ja. Okay. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Ich bin ganz vorsichtig, das ja? Kann man ja kaum mit ansehen. Ich glaube, Papa traut sich nicht. Und was denkst du? Habe ich gesagt, würde ich mich freuen. Dann geht's Papa vielleicht wieder besser. Geht das? Mhm. Ja. Deine Mutter ist ziemlich cool. Naja, geht so. Für einen schönen Spaziergang. Tinker. Hey. Wer bist du denn? Sam. Hey,
was machst du mit meinem Hund? Ich dachte, der Hund gehört dem Mann. Das hätte er wohl gerne. Wir sind nur ein bisschen spazieren gegangen. Tinker hat so geheult, da habe ich sie rausgeholt. Entschuldigung. Das gibt's doch nicht. Lässt er die hier den ganzen Tag alleine? Ich glaub's ja nicht. Sag mal, willst du was trinken? Mhm. Und Tinker auch. Okay. Guck mal, sieht so aus, als ging es schon besser, oder? Ja, kann sein. Alles okay? Naja, ich habe eine Spontananfrage fürs Wochenende. Ist gerade reingekommen. Eine Hochzeit, dem ist der Kälterer ausgefallen. Ja, aber am Wochenende kannst du ja gar nicht. 2500, das ist genau das, was mir diesen Monat noch fehlt. Martin, und mir fehlst du. Wir können ja vielleicht das Wochenende drauf. Das Wochenende drauf? Da habe ich doch jetzt den Kinderkurs hingelegt, der eigentlich dieses Wochenende sein sollte. Weißt du was? Ich glaube, wir lassen das einfach. So, ihr zwei. Danke. Ja. Was ist denn hier los? Was soll das? Sam war mit Tinker spazieren. Ach ja? Und du? Du kannst doch nicht einfach so hier reinspazieren. Ich wollte nur schnell ein paar Sachen holen. Da musst du mich vorher fragen. Das habe ich zum Glück nicht getan, sonst hätte ich ja gar nicht gemerkt, dass du Tinker den ganzen Tag alleine lässt. Die hat total geheult, stimmt's? Oh, und? Also ich muss dann jetzt... Das geht dich nichts mehr an, du wolltest doch unbedingt abhauen. Es geht mich nichts an? Hallo, das ist auch mein Hund. Und wenn du sie nicht anständig behandelst, dann nehme ich sie lieber. Und? Wie willst du das machen? Du darfst doch auch keinen Hund in dein tolles neues Büro nehmen. Lass das mal meine Sorge sein, ja? Nichts da, Tinker bleibt hier und damit basta. Tinker? Tinker? Das gibt's doch wohl nicht. Komm, Tinker, nicht anhalten, komm! Schau, Tinker, dort können wir wohnen. Cool, oder? Also, das hier ist einfach. Ja, ist klar. Ich finde, man müsste noch einen Löffel mit dem Ei drauf in der Hand halten müssen. Das ist doch eine super Idee. Nein, das machen wir. Und hier an den Eingang stellen wir den auflassbaren Dino, den wir Sam schenken. Was? Ihr habt den auch gekauft? Ja, auch. Mhm. Ja. Oh. Ist nicht so schlimm. Tausche ich den morgen einfach gegen was anderes um. Danke. Tierarztpraxis Dr. Winter hier, hallo? Abgehauen? Nee, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, ich kümmere mich drum, ja? Danke für den Anruf. Tschüss. Sam ist mit dem Hund abgehauen. Was? Ich glaube, ich habe eine Idee, wo er stecken könnte. Wir haben uns hier gestern zufällig getroffen. Vielleicht hat er sich ja daran erinnert. Ja, okay. Tinker soll da nicht mehr hin. Die streiten die ganze Zeit. Und beide sagen, sie wollen sie. Dabei wollen sie sie doch gar nicht. Ich weiß, Sam. Das ist nicht schön für Tinker. Ja, aber ihr könnt ja trotzdem nicht die ganze Zeit hier bleiben. Kleiner Junge und Hund in Scheune erfroren. Das geht nicht. Tinker und ich sind groß genug. Sam, wir müssen sie zurückbringen. Es tut mir leid, aber Tinker gehört uns nicht. Nein. Guck mal, Sam. Tinker soll es gut gehen, oder? Ja. Ja, und das wollen wir genauso wie du. Was hältst du davon, wenn ich heute mal mit den beiden rede? Hm? Das ist es schon? Mhm.
Oh, Sam. Hallo. Danke. Wir hatten gesprochen. Dina ist Tilly, hallo. Ich weiß, es geht mich eigentlich überhaupt nichts an. Und ich kann mir auch vorstellen, wie schwer so eine Trennung ist. Aber, naja, so ein bisschen muss man doch auch an den Hund denken. Der leidet ja auch. Nimm du sie. Sicher? Ja. Ich hole kurz die Leine. Hey. Oh. Danke. Okay, mach's gut. Ja. Einfach scheiße, wenn es zu Ende geht. Dann merkt man erst, wie schön es war, sich zu lieben. Trotzdem danke. Alles Gute. Schon, Sam. Probier das auch mal. Das ist echt voll cool. Keine Lust. Lass ihn, Ronja. Manchmal ist es auch okay, einfach traurig zu sein. Hey, Leute. Na? Hat jemand Hunger? Ich koche uns was. Also, ich bin raus. Ich bin noch bei Pferden verabredet und muss mich ein bisschen frisch machen. Und wir sehen uns dann morgen, ja? Wenn du ein Geburtstagskind bist. Na gut, dann tschüss. Mach's gut. Wem ist sie denn verabredet? Mit irgendeinem Typ. Ich glaube, er heißt Nick. Nick? Mhm. Der ist schon immer voll auf meine Mutter abgefahren. Schon damals im Studium. Hm. Na gut, ich rufe euch, wenn das Essen fertig ist, ne? Mhm. Was macht er? Nichts. Mann. Wir hatten noch Wein bestellt. Wo bleibt eigentlich das Essen? Doch, warte. Jetzt geht er rein. Was? Wieso das denn? Ferdi? Ferdi? Hey, Ferdi, was ist denn los? Ist alles okay? Ich kann einfach nicht mehr. Das ist alles viel zu viel. Ruh dich doch ein bisschen aus, hm? Ich kümmere mich um die Gäste. Ausruhen? Und Ronja hat sich von Anfang an total wohl gefühlt. Also ich glaube, das war ein absoluter Glücksgriff. So, dann haben wir hier einmal die Schwarzwaldforelle frisch aus dem See. Mhm. Danke. Guten Appetit. Danke. Und einmal die Gemüsepfanne. Hat ja gedauert, Mann. Ja, gut Ding, wir Weile haben. Sie haben einen dringenden Anruf. Einen Anruf? Mhm. Kommen Sie immer mit? Ja? Gut. Kannst schon mal. Ja, er hat's geschafft. Sie geht mit ihm mit. Komm. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Hallo, ich rede mit dir. Ich muss mit dir reden. Ja, aber ich bin hier gerade beschäftigt. Ja, eben. Mann, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das war so ein Blödsinn mit meiner Angst und meinen Bedenken. Dina, du bist so richtig. Das hat man ja nicht so oft im Leben. Und dann darf man das nicht machen, nur weil man die Hosen voll hat. Also ich. Du hast recht. Das heißt, du willst nichts von dem? Von Nick? Nein, das ist ein alter Kommilitone von mir.
Aber... Ach, Kayo, mir ist das zu viel hin und her mit dir. Weißt du, das tut jedes Mal richtig weh. Sei mir nicht böse, okay? Sie raffen das einfach nicht. Komm jetzt. Mama? Ja, hier. Hey, Pari. Na, wie war's? Gut. War Kai, oder? Und ja. Hast du was damit zu tun? Ich? Wenn dann du. Ich meine, der steht auf dich. Und du stehst auf ihn. Also... Ich habe ihm gesagt, dass es nicht mehr geht. Was? Es war gut so. Ich meine, dieses ewige Hin und Her. Das ist nicht gesund, wenn das immer so weitergeht. Und was, wenn nicht? Das geht gerade nicht anders. Ich kann den Hund ja nicht den ganzen Tag alleine lassen. Ja. Ja. Ja, ja, ich finde eine Lösung. Ja, ja. Danke. Guck mal. Was ich für dich habe. Was ist denn los? Die schmecken dir doch sonst immer so gut. Und deswegen, Petra, haben Martin und ich besprochen, dass er vielleicht das Restaurant übernehmen könnte. Ihr könnt von mir aus auch alles neu machen, ist mir völlig egal, aber ich brauche einfach mal eine Auszeit. Ich kann einfach nicht mehr. Petra. Ich bin doch nicht aus der Welt. Jetzt sag du doch auch mal was. Wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt damit einfach mal allein. Also, das ist jetzt auch nicht gerade wenig Arbeit hier. Aber ich wäre in der Nähe und, ja. Aber du hast dir den Erfolg so hart erarbeitet mit deinem Foodtruck. Bist du sicher, dass du das einfach alles aufgeben willst? Ich bin sicher, wenn du es bist. Du bist wirklich der beste Mann der Welt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sam. Happy Birthday to you. So, jetzt die Augenbinde ab. Tatarata! Alles Gute zum Geburtstag, Sam. Cool. Mein Geschenk kommt noch. Und stell dir vor, wir hätten auch den riesigen Dino. Alles Gute, Bro. Ich weiß, es kommen noch ein paar Gäste, aber hat schon jemand Lust auf Kuchen? Ja! Ja, super, komm. Tinka, komm. Komm schon. Hallo. Hi. Wie geht's? Gut geht's mir. Danke. Und wie geht's Tinka? Naja, glücklich ist sie nicht gerade bei mir im Büro. Sie langweilt sich. Und ich habe immer nur ganz kurz Mittag. Fressen will sie auch nicht mehr richtig. Ich glaube, sie vermisst Sam. Oh je.
Ja, Sam vermisst dich auch. Und wie? Er ist richtig traurig. Apropos, ich muss dann mal ein neues Geschenk für ihn besorgen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich... Der Parcours ist so krass und mega schwer. Das ist doch Bibi einfach. Abwarten. Da kommt Mama ja endlich. Juhu! Wo ist das Geschenk? Ah. Tada! Tinker! Ja, komm. Boah, ist die cool. Wo habt ihr die denn her? Also ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber das war das, was du erst machen konntest. Naja, dafür, glaube ich, habe ich gestern einen Fehler gemacht. Ich weiß ja nicht, ob das noch gilt, was du gesagt hast, aber ich kann einfach nicht anders. Also muss ich das bisschen hin und her wohl in Kauf nehmen? Musst du nicht mehr. Also echt, Mama. Und wie hat dir die Folge gefallen? Schreib's doch einfach mal hier in die Kommentare.